Willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Astro. Eigentlich sollte was anderes kommen, aber weil ich gestern, also bei mir heute, bei euch gestern, mal wieder ewig lang auf der Arbeit war und es nicht geschafft habe, das noch zu schneiden, was ich da so vorhatte, kommt heute nur Minecraft und nichts anderes. Wenn ich es schaffe, vielleicht heute Abend noch hoch, aber egal. genau. Ich habe mir sagen lassen, dass ich hier mal total verkackt habe. Und zwar, dass man diese Dinger hier tatsächlich gar nicht braucht. Das hat man mir tatsächlich gesagt, das sei tatsächlich einfach nur eine Diskette in Blockform. Ja, toll. Super. Details, wir hätten die ja gar nicht gebraucht. Wir brauchen nämlich nur diese Teile hier. Die sind scheinbar schon, ja, so komplett das, was wir brauchen. Um das jetzt mal kurz zu überprüfen, gucken wir uns mal unsere 74 Eimer an. Und stellen mal einfach zwei Stück her und stellen fest, es ist tatsächlich so. Okay. Dann habe ich dazu nichts gesagt. Dann habe ich da mal wieder ordnungsgemäß verkackt. Aber komm, wir können die da rausholen. Geil. Das ist gut, dann haben wir die zumindest gerettet. Dann kann man da was anderes anfangen. Ja, das habe ich wieder mal super verkackt auf jeden Fall. Dass man das gar nicht dafür braucht. Ne? Okay, nichtsdestotrotz haben wir jetzt trotzdem Autocrafting. Das ändert sich ja nicht. Was ich mit den Festplatten jetzt anfange, I don't know. Wir packen sie einfach mal da rein. Ich meine, hier haben wir ja schon über 64K Speicher. Das heißt, wir können jetzt hinten den ganzen Raum bei diesen anderen Dingern vollstopfen. Was wir mal tatsächlich machen könnten, versuchen, uns diese ganzen hässlichen kleinen Controlling-Chips, die wir da haben, ne? Weil ich will ja noch gerne mehr von diesen Konsolen bauen. Da brauchen wir von diesen ganz vielen kleinen Control-Chips-Dinger, diese ganz fummeligen kleinen Dinger hier, diese Prozessor-Kern-Dinger-Scheißteile da. Brauchen wir diverse Rezepte. Und zwar unter anderem das Rezept für dieses hässliche Teil hier. Das hätte ich aber gar nicht in der Maschine, sondern gerne in der Maschine. So, nochmal, du. Ja, aber das brauchen wir auf jeden Fall auch als Rezept. Das heißt, das muss auch hergestellt werden können. Ich gehe mal davon aus, dass. Legen wir einfach mal oft genug da rein, dann passt das. genau. Das hier muss ins System hinein als Rezept. Ach, guck mal, der macht mir sogar nur eins. Ach, perfekt. So, genau. Dann muss das da hinein. Das ist wiederum eins, ne? Also wir brauchen die ganzen Dinger. Dann brauchen wir den Kollegen hier. Das ist eins. Und wir brauchen den Kollegen hier. Das ist wieder eins. Das heißt, wir haben jetzt drei von diesen Dingen und dieses kleine Teil. Um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, Holz ist tatsächlich. Wir haben tatsächlich ziemlich wenig Holz. Wir müssten mal wieder Holz besorgen. Ja, egal. Wir kümmern uns später drum. Wir legen die jetzt erstmal alle die eine Unit rein, damit wir dann da auch schon mal theoretisch das System von hinten nach vorne komplett neu aufzwirbeln können, ohne dass wir da irgendwas machen müssen. Die sehen jetzt ein bisschen brutal aus, aber das juckt mich jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Das heißt, wir könnten uns jetzt theoretisch diese ganzen Dinger automatisch herstellen, ne? Ja, und die müssen dann doch in den Ofen rein, ne? Ja, das geht mit einem... Oh, guck mal, das geht sogar mit einem Redstone-Ofen. Perfekt, weil der steht ja hier angeschlossen. Das heißt, wir müssen da jetzt noch mehr Rezepte reinknallen, dass der dann auch das kann. Ist ja kein Problem. Machen wir uns noch ein paar mehr von den Rezeptchen hier. Das ist nur die Frage. Jetzt brauche ich bestimmt einen unfertigen und einen fertigen davon, ne? Damit ich diese Karte dann zusammenbauen kann. Kann das sein? Kann sein. Also brauchen wir erstmal wieder... Weitere Vorlagen. Obwohl ich gerade sehe, wir können auch dieses Quarz-Scheißzeug, ne? Das wird zwar in den nächsten 200.000 Jahren, ne? Wird das auf keinen Fall leer werden. Ach, guck an. Genau, wird es nicht leer werden, auf keinen Fall. Aber das ist egal, weil. Ja. Ist egal. Juckt keinen. So. Jetzt brauchen wir tatsächlich. Verarbeitung. Wir brauchen jetzt diese komischen Prozessor-Dinger. Guck mal, müssen wir das ja schon herstellen, ne? Komm, mach mal 10 Stück davon, ne? 10 Stück herstellen. Poff. Klappt. So, hier, 10 Stück herstellen. Poff. Ich hoffe, vielleicht jetzt noch genug von diesen Stöcken. So, genau. Man kann nämlich einen Basisprozessor da reinlegen. Das ist ernsthaft einzeln machen. Genau, 1 macht 1. So, genau, dann haben wir nämlich das erste Rezept.
dann legen wir uns genau einen davon rein und einen hiervon. Und ich frage mich jetzt gerade, wieso habe ich davon jetzt auf einmal so viele? Sonst habe ich die nie, aber egal. Das ist, läuft ja nicht weg. Das Rezept ist hier da, das wird einfach gespeichert und dann ist gut. Dann können wir das einfach herstellen, wenn wir es brauchen. Ganz easy. Weil die Rezepte sind alles dieselben, ne? Okay. Das heißt, wenn wir das eine haben, dann haben wir das andere eigentlich automatisch auch. Macht es natürlich nur einfacher. So, genau, jetzt haben wir diese vier Dinger. Die vier können da jetzt wieder rein. Jetzt ist noch kurz die Frage, dieses Quarz. Das hergestellt mit Eisen und Quarz. So, just for fun, auch wenn wir es brattiert nicht brauchen werden in diesem Leben, wir stellen es einfach hier rein, das Rezept, dass es da ist. Genau. Dann haben wir es auf Vorrat. Falls wir es brauchen sollten für irgendwann, dann ist es da. Dann läuft uns die ganze Chance auch nicht hier weg. Fliegt uns nicht um die Ohren und sonst was. So. Das ist auch die Frage, ich hätte auch gerne an allen Dingen eigentlich so einen Access Point, dass wir theoretisch dann irgendwann mal auch die Wireless-Konsole hier mit uns rumschleppen können. Genau. So, die drei Kollegen kommen da rein. Hier müssen wir theoretisch überall noch Speed-Upgrades reinhauen. Da brauchen wir Zuckerrohr. Wir brauchen dringend eine Farm. Den kommen wir auch bald nicht mit drumherum, um die Farm. Da müssen wir uns auch mal dran halten. Sonst geht das auch schief. Denn wir brauchen tatsächlich endlich eine Farm hier, weil das Essen geht auch langsam aus. Also es geht nicht aus, aber wir brauchen halt ein bisschen so an Essen, ne? So ein bisschen. Oder halt Zuckerrohr, ne? Das heißt, es würde sich anbieten, demnächst mal eine Art Container zu bauen mit Zuckerrohr. Genau, mit Zuckerrohr. Also irgendwas, um Zuckerrohr prozessungsmäßig herzustellen. Ich kann mal gucken, vielleicht kann man es auch anders herstellen. Nein. Man kann es farmen. Schreinerei. Phytoisolator. Okay, das ginge auch noch. Damit könnte man auch noch arbeiten. Dieses komische Phytozeug wird gemacht aus Sägemehl, reichhaltige Schlacke und Salpeter. Salpeter, Holzkohle, Schlacke. Wo kriege ich Schlacke her? Ist tatsächlich nur ein Nebenprodukt. Kann das sein? Ist irgendein sinnvolles Nebenprodukt? 5% mit Sand und Adite. Das ist noch annehmbar. Sand und das. Kompass und Sand. Okay. 20%. Was haben wir hier? Okay, das ist damit. Mana infundiert, okay, 15. Hier mit der Uhr auch wieder 20. Mit Golderz. Golderz und Sand geben 20% Schlacke. 50% Schlacke aus Quarzerz. 15 aus Nickel. 50, 75. Oh, boah, die Dinger hier. Wo krieg ich die eigentlich her? Pulverizer. Aha, so, Destabilizer Redstone. Okay. Dann, nein, doch nicht. Okay, nochmal zurück. So, reichhaltige Schlacke. Wo waren wir hier? Wir waren hier bei irgendwas. Meteoriten gehen nicht. Kupfererz ist auch nicht so berauschend. Was haben wir hier? Thoriumerz. Also auch wieder, das wird auch der Zinnober benutzt. Okay. Uran auch wieder Kacke. Alles, was geil ist, hat mit Zinnober zu tun. Das gefällt mir nicht. Oder halt mit Redstone. Sand und Redstone-Erz. Das Problem ist, ein Redstone-Erz. Wie willst du es bekommen? Weil es ploppt. Was haben wir hier? Bohrerz. Ach, guck an. Das geht auch mit Meteoriten und mit Sand. Okay. Quizfrage. Kann unsere Farming-Station, die hier rumgammelt, draußen auf unserem Vorplatz, wenn ich die jetzt so einstelle, dass die möglichst wenig Höhe, genau, möglichst wenig höher, dafür maximalen Radius. Wenn ich die Mindesthöhe auf, weiß ich nicht, wo sind wir hier gerade, 70 setze? Was für eine Höhe schweben wir hier? 70, okay, machen wir mal vielleicht mal doch ein bisschen tiefer noch, machen wir mal 60. Maximal 80, das passt. Und dann den Radius auf 40 setzen, geht das? Okay, Radius ist maximal begrenzt, dann kann das auch eigentlich auf 0 stehen bleiben. So, pass auf. Meteorit. Hat Ore Meteoric Iron. Okay. Neuer Filter. Beziehungsweise wir können den alten Filter nehmen und dann Ore Meteoric. Wie wird das? Ore Meteoric Iron. So, speichern.
Starten. Ja, hat ja sehr gut funktioniert. Nämlich gar nicht. Meteoric Iron. Das ist doch richtig, oder nicht? Ja, okay, das sieht schon mal, naja, ein bisschen richtig aus. Das Problem ist nur, ich glaube, der kommt nicht damit klar, dass die hier. Also der hat jetzt einen zu kleinen Radius. Das heißt, der wird die nicht finden. Er wird sie finden, aber halt nicht schnell genug. Das heißt, wir sind, wenn wir sie von Hand hier rauspicken, schneller. Wobei das nicht auch keine Dauerlösung ist. Sie bräuchten noch was anderes. Also einer von den dauerhafteren Lösungen. Zum Not mache ich einfach ein Autocrafting für Kompass. Kompasse. Aber ich meine, Eisen und Redstone haben wir nun wirklich mit rauen Mengen. Sorgen dann dafür, dass das in dem Induction Smelter einfach zerlegt wird. Und due to is, ne? Das ist dann ja relativ easy. Mehr gut, bei einer 50%igen Chance, ich weiß gar nicht, kann man da auch Chancen mit einberechnen in diesem Spielchen hier? Ach, guck an. Ja, okay. Hat sich auch gerade erübrigt, weil da bekommen wir ja nur das flache Eisen raus. Okay, pass auf, anderes. Gott, wie heißt das nochmal? Zuckerrohr, was? Wie hieß dieses Zeug hier? Wie hieß du? Pythogro. Aha. Pythogro. So. Wir können das normale Pythogro nehmen. Da brauchen wir nur Schlacke für. Die kriegen wir auch schon aus allem Möglichen. Aus Bohrstaub zum Beispiel. Reichhaltige Schlacke eher nicht so. Hätte gerne einfach mal irgendein einfaches Rezept. Sand und Kompass. Ja, gut. Was gibt's denn hier hinten noch? Kommt hier noch mehr spannendes Zeug? Erze, Uranerze, sehr gut, das ist alles nur 5%. Okay, also wir stellen fest, wenn da Zinnober nicht drin ist, dann juckt das gar nicht. Also machen wir jetzt mal einen Stack Kompass. Kompasse? Wie auch immer. Ja, Sand haben wir jetzt auch keinen. Schön. Super. Jetzt, wo ich mal Sand bräuchte, haben wir keinen Sand. Und what the fuck. So. Sand, Kompass. Ja. Bester Weg, um das herzustellen, auf jeden Fall. Habe ich noch Sägemehl? Auch nicht. Okay, das heißt, ich brauche Holz. Habe ich hier das Sägewerk? Pulverizer? Ich habe kein Sägewerk. Das geht aber auch, oder? Okay, Sägemehl. Aber warte mal, stopp. Wir wollen ja das nicht. Warte mal. Wenn ich das Holz in der Sägemaschine prozesse, kriege ich 6 Holz raus und einen Staub. Hier bekomme ich 8 raus. Okay. Juckt mich jetzt nicht, ich brauche Sägemehl. Mach mal ruhig voll. So, ja, mit 3 Schlacke aus 8 Sand. Das ist natürlich eine traurige Quote, aber was willst du machen, ne? Wir brauchen das Zeug, von daher mach mal. Ich meine, das Lustige ist, das Eisen kriegen wir zurück. Also das ist wirklich witzig, ne? Wir kriegen das Eisen tatsächlich vollständig fast zurück, ne? Kann das sein? Da war's. 4 Eisen. Wir kriegen tatsächlich das Eisen zurück. Und die Schlacke besteht tatsächlich dann gefühlt nur aus Sand und Redstone im Verbund. Interessant. Dass es sowas gibt. Okay. Und 50% erscheint mir hier. Wobei 20%, ne? Ja, gut. Das ist natürlich auch keine. Naja, andererseits, da geht ja nichts verloren bei, ne? Außer halt Sand und Redstone. Den kann man aber auch. So, Redstone haben wir tonnenweise und Sand kann man herstellen. Also das. Das könnte man sogar noch automatisieren, das ganze Spielchen. Okay, aber nicht jetzt. Das machen wir dann bei der nächsten Folge, im nächsten Stream, was auch immer kommt. Keine Ahnung. Genau, ich versuche das andere wie heute noch fertig zu bekommen, sonst kommt es irgendwann die Tage. Oder morgen, oder weiß ich nicht wann. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt Auto-Crafting. Yay. Und ja. Da kam der Gähner, ne? Die ganze Folge nicht gegähnt, jetzt kam er, ne? Ich habe es immerhin mal geschafft, es über 14 Minuten zu unterdrücken. Egal. Genau, weil ich sagen wollte, wir sehen uns nächste Folge wieder. Und ja, bis es dann soweit ist, euch noch einen schönen Tag hier, ne? Und ja, Raumstationsbasis. Ciao.